Herzlich willkommen bei 1000 Bass TV. Wir sind hier am Bannonering in Ungarn beim großen 1000 Bass Naked Track Test getestet haben. Fakten Fauli, der große Motorradexperte von 1000 Bass und Steffi Menzel, pfeilschnelle, blutjunge Rennfahrerin aus Deutschland. 9 Naked Bikes waren am Start. Bleibt dran. Mit dabei beim großen Naked-Bike-Test hier am Bannonering leider noch nicht die MT10. Da ist Kollege Kroth jetzt gerade in dieser Sekunde in Almería in Spanien, fährt die MT10. Wir fahren hier die MT09 und Faktenfolge, du hast ja mitbekommen, die MT09 für 2016 jetzt nicht grundsätzlich neu, aber klein aber fein, ohne großes Mediengedöse, wurde doch dramatisch verbessert, oder? Es war ihnen vielleicht doch ein bisschen unangenehm, dass das so nicht unbedingt optimal funktioniert hat. Das Mapping, die Einspritzgeschichte, wurde verbessert und funktioniert ausgezeichnet. Wirklich tadellos, keine Probleme gehabt. Yamaha MT09, grundsätzlich natürlich kein Motorrad für die Rennstrecke. In dem Fall war ich aber vor allem über den Motor sehr positiv überrascht. 115 PS hat er bei, glaube ich, 10.000 Umdrehungen. Das fühlt sich nach viel mehr an. Das ist ein Dreizylinder, der echt unendlich viel Schmalz hat. Das geht Hölle. Das ist schon ein bisschen am Niveau von der 140 PS-igen Triumph Speed Triple, meiner Meinung nach. Das reißt echt gut an. Was natürlich jetzt, wie ich schon erwähnt habe, kein Rennstreckenmotorrad, daher hat auch das Fahrwerk nicht so gut funktioniert, ist schon ein bisschen zu schwammig, aber daher wieder optimal für die Landstraße. Bremsanlage war mir fast schon ein bisschen zu giftig und das ABS hat auch ein paar Mal geregelt bei mir. Das heißt auch nicht jetzt das Beste, das man sich auf der Rennstrecke vorstellen kann. Die Sitzposition für mich auch etwas ungewohnt, sehr vorderradorientiert, fast wie auf einer Supermoto. Da hat sich Yamaha ja auch ein bisschen leicht getan, wahrscheinlich diese Sport-Track oder wie heißt das? Street Rally heißt die, mit dieser Verkleidung, dass sie ein bisschen supermotormäßig ausschaut, weil die Sitzposition an sich schon sehr in diese Richtung geht. Aber insgesamt hat mir das echt sehr viel Spaß gemacht und um das Geld, dafür, dass es auch auf der Landstraße extrem gut funktioniert, auch für die Rennstrecke irgendwie eine halbe Empfehlung, sage ich mal, weil der Motor so super ist. Hat sie dir auch gut gefallen, die MT09 von Yamaha, auch ein Dreizylinder? Mir hat sie auch auf jeden Fall gut gefallen. Also wie gesagt, ich war auch von dem Motor wahnsinnig überrascht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass da wirklich so viel bei rumkommt. Sind ja nun auch nicht so allzu viel PS, aber die geht wirklich gut vorwärts für ihre Leistung, die sie hat. Und was mir nicht so ganz gut gefallen hat, jetzt speziell für die Rennstrecke, ist wirklich die Sitzposition, weil man sitzt von allen, sag ich mal, bei der MT09 am aufrechtesten. Okay. Und dadurch hat man auch das Gefühl, dass irgendwie der Schwerpunkt höher liegt. Und das merkt man sehr stark, wenn man jetzt von rechts auf links umlegt zum Beispiel. Das merkt man sehr und das ist mir bei keinem anderen Motorrad so stark aufgefallen wie bei der MT09. Ja, also MT09, die Steffi ist ja das Vorgängermodell nicht gefahren, jetzt das neue mit besserem, makellosen Ansprechverhalten, das war der größte Kritikpunkt vorher, mit einer komfortableren Sitzposition, aufrechten Supermoto-Sitzposition und Fauli, wie gefällt es dann eigentlich, die MT09 natürlich, die MT09? Du meinst die Steffi, die gefällt mir gut. MT09 gefällt mir aber auch gut, also Scheinwerfer ist jetzt nicht unbedingt meins, aber diese goldene Gabel und so dieses zerklüftete, ein bisschen kantige, gefällt mir sehr gut, weil es eigentlich auch sehr eigenständig ist. Also Yamaha hat es meiner Meinung nach mit der MT09 wieder geschafft, was Eigenes, was typisch Yamaha-mäßiges auf den Markt zu werfen. Und naja, ein bisschen lebt ein Motorrad natürlich auch von den inneren Werten, dann gefällt sie einem natürlich auch gleich viel besser, wenn die auch was leisten kann. Und eben der Motor, von dem ich ja so begeistert bin, der macht auch wiederum die Maschine außen noch ein bisschen hübscher, als sie vielleicht ist. Ist ja nicht jedermanns Geschmack, so was Kantiges, aber mir gefällt es gut eigentlich. Ja, so wie die inneren Werte meines Geldbörsels mich aufgewertet haben, damals bei der Brautsuche, so wertet der Motor die MT09 auf. Mit diesen Worten verabschieden wir uns und verweisen wir natürlich auf die anderen Testberichte, die wir hier noch abgefilmt haben, hier am Bannonering. Bleibt dran und zieht euch auch mit rein.